Mein Training ist vorbei. Jetzt geht es ja dran, was ist wichtig nach dem Training? Natürlich BCAAs, Glutamin. Die habe ich jetzt schon zu mir genommen in Kapselform. Jetzt könnt ihr natürlich einen Proteinshake trinken und Whey-Protein vorzugsweise, auch ein Isolat oder auch ein Mehrkomponenten-Shake, wenn ihr sowas habt. Was ich aber gerne euch mal zeigen will, weil Shake trinkt ja jeder. Was mache ich, wenn ich vielleicht keinen Shake mag oder vertrage es nicht oder habe eine Laktoseinsuffizienz? Ja, oder auch ich kann nicht 4-5 Shakes am Tag trinken, dann da wird mir schlecht. Ich mag das auch nicht, ja, das süße Zeug da immer. Deswegen bin ich auf eine Alternative gekommen. Und zwar mache ich meinen weltberühmten Thunfisch-Protein-Shake. Das heißt, ich mache so Wasser rein, so 300 bis 400 Milliliter in meinen Mixer. Dann nehme ich ganz normal Thunfisch in Wasser natürlich. Ja. Baller das mit da rein. So. Ich könnte auch zwei Dosen machen, obwohl zwei Dosen wären dann 80 Gramm Eiweiß, das ist ein bisschen zu viel. Deswegen mache ich immer 40 Gramm. Das langt dann erstmal für die nächste Stunde. Ich mache ein bisschen Pfeffer rein. Salz ungefähr so 2 Gramm. Und da rein machen. Und Kohlenhydrate, ihr braucht ja ein paar Kohlenhydrate nach dem Training, natürlich nicht so viel. Dann habe ich zwei Reislöffel, mache die so ein bisschen klein und balle die mit rein. So. Achtung jetzt. Vollermaßen aus. Das ist einfach, der Thunfisch ist klein gehäckselt. Wasser, auch die Reiswurzeln sind klein gemacht. Jetzt kann man das wunderbar trinken. Also ich finde das ausgesprochen lecker. Das schmeckt wirklich gut. Ich meine, jetzt hat der eine für Deibel. Aber probiert es mal, das ist richtig geil. Das ist wie so eine, ja, wie so eine Fischsuppe, ja? Durch das Salz und das Pfeffer. Wird es richtig lecker. Dazu habt ihr noch einen Geschmack von den Reiswurzeln. Richtig geil. Plötzlich 40 Gramm Eiweiß jetzt nach dem Training. Dazu noch die BCA-Kapseln. Das setzen wir für die nächste Stunde Ruhe. Habt ihr alles, was ihr habt. Schnell gemacht. Nicht viel Arbeit, müsst nichts kochen. Das ist cool. Könnt ihr natürlich auch mehrmals am Tag machen. Ich meine, so ein Thunfisch trinken ist leichter wie essen. Finde ich jetzt. Okay, Männer, das war's für heute. Ich hoffe, es gefällt euch. Ihr könnt einiges mitnehmen an Informationen. Und wenn ihr Bock habt, schreibt eure Kommentare wieder unten drunter, was euch noch interessiert an Training, an Informationen, keine Ahnung, rund ums Training. Oder, das bleibt euch überlassen. Bin gern bereit, darauf einzugehen. Okay, bis bald. Wir sehen uns.